Es war einmal in Simmerath. Da hatte Sonja Doll eine Idee. Wie wäre es denn, wenn man jedem Kranken etwas Freude geben könnte? Aber wie spendet man Freude an Menschen, die sonst keiner erreicht? Natürlich mit Seelchen. Sofort machte sich Sonja an die Arbeit. Sie schnitt und nähte, stopfte und verzierte. Mit Sorgfalt und Liebe, von Hand gemacht, kam das erste Seelchen auf die Welt. Jedes Seelchen ist anders und ganz speziell. Es kommt nur für seinen Besitzer auf die Welt, um Trost zu spenden und Freude zu bringen. Engel werden halt nicht geboren. Engel werden erschaffen vom Leben. Und in jedem Seelchen steckt ein Stück Engel. Seit jenem Tag kümmert sich Sonja darum, dass auch der nächste Kranke sein Seelchen bekommen kann. Zum Glück hat Sonja Menschen, die ihr helfen wollen und sie unterstützen. Denn ohne die Socken und Knöpfe, ohne die Flügeln und Zauberstäbe, die andere ihr schicken, hätte sie nicht so viele Seelchen erschaffen können. Es ist nicht einfach, so vielen zu helfen, aber Sonja macht weiter, Tag für Tag, damit auch weiterhin kranke Menschen mehr Kraft und Freude bekommen. Denn am Ende kennt es jeder. Das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit, wenn man ein gutes Seelchen zum Kuscheln hat.